Hallihallo, Hallöchen, ja, wie ihr sehen könnt, schauen wir uns jetzt noch ein weiteres Video, also es ist ein Video von CEO an, und zwar die Angst vor schönen Frauen. Hechte schlauer werden mit CEO. Ich bin auf jeden Fall gespannt, es gab einen riesigen Talk mit Ju, habe ich auch mitbekommen, und ob da noch ein Video kommt dazu, ob er sich dazu nochmal äußert, weil er hat ja ein Video hochgeladen gehabt, wo er so ein bisschen sich Kritik äußert, kritisiert hat gegenüber Ju, was ja nicht wirklich irgendwie so Kritik war. Und da war ja auch ein bisschen Rambazamba zwischen den beiden. Hat sich alles wieder mit Wogen geklettert. Alter, hab ich gerade gespuckt. Alter, was war das denn gerade? Aber egal. Wir legen jetzt los, schauen uns an, was jetzt hier zu bieten hat. Let go. Eine Muskatnuss in den Hintern schiebt, kann das tödlich enden. Klingt erst. Okay, und das aus dem CEO, nein. Hey, fängt direkt so an. Total wie so ein Fake-Fact, aber ich habe mal ein bisschen nachgeforscht und rausgefunden. Auf der menschlichen Ferse leben ungefähr 80 verschiedene Pilzarten. Super lecker. Nice, erstmal ablecken. Was geht ab, liebe CEOs hier, und ich begrüße euch zu einer... War das gerade so ein bisschen Anspielung auf What the Fact von Tuddle? Im neuen Format, nämlich... Neues Format, wirklich jetzt. Schlauer werden mit CEO. Ja, Leute, tatsächlich werde ich ab heute bis nächsten Sonntag komplett in Dreharbeiten stecken. Also ich bin nicht so ein Fan von solchen vorgemachten Intro-Dingern da. Generell nicht so ein Fan. Ich habe früher sowas oft gerne gemacht, auch sehr, sehr gerne. Aber mittlerweile bin ich mehr so ein Fan von Ja, Leute! Und dann sage ich auch, was passiert im Video so, weißt du? So bin ich eher ein Fan von. Das ist irgendwie nur zu sagen, als dann so eine Einladung zu machen. Das schmeißt immer wieder so raus, finde ich. Tatsächlich werde ich ab heute bis nächsten Sonntag komplett in Dreharbeiten stecken. Ne? Wir drehen nämlich den Film How to Create a Demon ab, also zumindest nicht komplett, sondern so ungefähr 40% des Films, würde ich sagen. Und man kann sich vorstellen, mit so einem ganzen Team zu drehen, das ist sehr viel Arbeit, da hat man nicht Zeit, jetzt auch nebenbei irgendwelche Videos zu produzieren. Aber euer Quotenbayer hat sich was ausgedacht, denn viele von euch feiern ja diese Random Facts am Ende von dem Video. 1740 wurde eine Kuh in Frankreich der Zauberei schuldig gesprochen und dafür gehängt. Euer CEO. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht das als Ausweichformat für stressige Zeiten? Ja, ist halt so. Ist es wirklich so passiert? Quelle? Gab es damals schon irgendwelche Aufzeichnungen? Ich weiß nicht, ob es erzählt wurde, einfach so. Erzählungen gab es damals ja ganz viele. Angst vor schönen Frauen? Ja, Männer machen sich da ultra gerne zum Affen. Definitiv. Halt einfach, damit ihr was zum Schauen habt. Ich habe drei Videos produziert, die kommen eben heute, am Mittwoch und am Samstag online. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Ersatzformat, und an alle anderen, die sagen, ach schade, ich vermisse jetzt schon die ganzen anderen Formate. Keine Sorge, es wird sich lohnen. Wir geben wirklich unser Bestes für den Spielfilm. Allein das Equipment, was wir ausgeliehen haben, ist wirklich mega krass. Also guckt euch das an einfach mal. Die Cam, das Objektiv, die Lichter und alles drum und dran auszuleihen, wird sich ungefähr 650 Euro am Tag kosten, was für mich wirklich extrem viel ist. Also ist dieses Video auch gesponsert von Google Play, und zusammen damit verlosen wir zwei Google Play-Karten. Video am Sonntag online geht, werde ich auf Instagram eine kleine Story veröffentlichen und da erkläre ich dann, wie man die gewinnen kann. Und natürlich wollen wir euch heute noch ein geiles Game vorstellen. Oh, Alter, was will denn der jetzt von mir? Oh Gott, ich glaube, ich muss wohl meine Geheimwaffe zünden. Ich beschwöre mein mächtigstes Monster! Hadouken! 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 Es ist doch Street Fighter! Ja, es ist wahr, Street Fighter 5 und Summoners War hat eine Kooperation zusammen. Das heißt, man kann jetzt bis Ende Oktober die bekannten Charaktere Ryo, Ken, Bison, Chun-Li und Dalsin durch Beschwörungen Keine bekommen. Ahnung. Ken bekommt auf alle Fälle aber schon mal geschenkt, und der ist natürlich ganz passend in der Feuerkategorie. Alter, reicht wieder. Wer Summoners War noch nie gespielt hat, kann gerne mal in die Videobeschreibung klicken. Da habe ich es verlinkt, den Download-Link, und einfach mal installieren und mal antesten einfach. Dieses Game ist kostenlos und hat auch eine ziemlich große Community und sogar ein eigenes E-Sport-Event. Das ist schon echt krass. Und ich finde die Grafik vom Game auch total süß und liebevoll, und die Story ist auch sehr schön erzählt. Natürlich sind die Street Fighter-Charaktere nicht in die Story mit eingebunden. Das ist wirklich zum Spaß, sind die dabei als einfach. Ich selber stehe total auf rundenbasierende Kampfsysteme, und ich spiele das Game immer so 2-3 Stunden vom Einschlafen, einfach nochmal in Runde zu kommen und alle Gedanken so wegzubekommen aus meinem Schädel. Also auch hier geht ein Gruß an den Entwickler raus, es bockt sich wirklich übelst, Dankeschön. Und natürlich auch ein Dankeschön an Google Play fürs... Scheint, dass wir das wirklich feiern, das Ding, ja? Also, krass, okay. ...schützen von meinem Kanal. Okidoki. Also ich weiß, es ist ein Kumpel von mir, der Alex wollte auch mal, dass wir das Spiel uns runterladen und wir zusammen zu dritt dann so anfangen, dieses Game durchzurocken, so als Jungs-Game und so, aber wir haben es irgendwie nie angefangen zu spielen. Ich habe runtergeladen mal, aber nicht gecheckt, und haben es irgendwie auf sich im Sand wieder verlaufen. So, dann legen wir jetzt los und viel Spaß mit der Folge. In jeder Folge werde ich 20 Fakten aus aller Welt vorstellen, und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was lernen und dann bei der nächsten Hausparty so ein bisschen angeben damit. Wusstet ihr zum Beispiel, dass der Koala-Bär gar kein Bär ist, sondern ein Beuteltier? Glaube ich sofort, das ist wie die Kokosnuss, die ist ja auch keine Nuss irgendwie, das ist alles total verwirrend. Der Metallring an Bleistiften, der den Radiergummi mit dem Stift umschließt, heißt Ferule.
Hat, glaube ich, niemand interessiert, aber jetzt wisst ihr es. Die Schweiz exportiert 31.110 Tonnen Käse jährlich nur nach Deutschland. Ja, es ist jetzt eigentlich jetzt auch so ein What-the-Fact-Ding, ne? So ein bisschen so random Fakten einfach so. Ich glaube, Mr. Trashback ist damit jetzt auch ganz bekannt geworden auf TikTok mit diesem kuriose Faktenformat. Also, okay. Ist halt so einfach zu machen, ne? Ja, so Fakten rauszusuchen, die vorzutragen, was Lustiges dazu zu sagen, geht relativ easy, ne? Gerade wenn er vorproduziert, perfekt eigentlich. Alter, wer frisst das alles? Also gut, ich esse schon sehr viel Käse, so vermutlich so 50 Kilo im Jahr. Obwohl, ich glaube nicht einmal das. Durchschnittlich was? Dauert. Wie viel Käse esse ich denn? Oh, was soll ich jetzt hier? Ein Quickie, 3 Minuten, was echt kurz ist. Also ich. Ah, ja, 3 Minuten? Weiß ich, Anna, wie lange wir gebraucht? Ich habe schon 10 Minuten gebraucht, oder? Also ein Quickie, wirklich quick. Also ich bin ja eh so ein Ausdauersportler. Ich glaube, ich brauche die Zeit schon, um meine Socken auszuziehen. In Japan gibt es ein Restaurant, wo man von Affen bedient wird. Also die bringen so das Getränk an den Tisch räumen auch den Tisch teilweise ab. Nur das mit dem Essen klappt nicht so sehr, glaube ich. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht und ein paar Videos gefunden und da ist es eher so, ja, semi-gut. Wenn man sich eine Muskatnuss in den Hintern schiebt, kann das tödlich enden. Klingt erst total wie so ein Fake-Fact, aber ich habe mal ein bisschen nachgeforscht und rausgefunden, dass das schon stimmt. Weil die Muskatnuss enthält die Stoffe, ich kann es nicht auswendig merken, sorry Leute. Safrol, Myrstikin und Elmikin. Und das kann natürlich als legale Droge benutzt werden. Allerdings rät man eher ab, das zu benutzen, weil die Wirkung eher unangenehm ist und vor allem auch sehr gefährlich. Verstehen Sie? Beste Droge, eine Droge, die gar keinen Spaß macht, aber hauptsächlich illegal, ne? Wir haben 2 Volksdrogen. Ich brauche keine dritte. Brauch einfach keine dritte. Venustraphobie heißt die Angst vor schönen Frauen. Ach, deswegen scheiße ich mir immer in die Hose, wenn ich Carina sehe. Die Zahl Pi ist die einzige Zahl, die so viel Buchstaben... Die Angst vor schönen Frauen. Ja, die, habe ich nicht. ...hat wie das Wort selbst. Sau interessant. Ey, was nochmal? Ich muss zurück. Hose, wenn ich Carina sehe. Die Zahl 4 ist die einzige Zahl, die so viel Buchstaben hat wie das Wort selbst. Sau interessant. Ah, ja, stimmt, letztes Jahr nahmen die öffentlich-rechtlichen Sender 8,1 Milliarden Euro ein, nur mit GEZ-Gebühren. An der Stelle mal Gruß raus an die ganzen Funkkanäle. Ich hoffe, ihr bekommt da ein bisschen was ab von dem Geld. Und wusstet ihr, dass auch Blinde und Gehörlose GEZ-Gebühren zahlen müssen? Nur wenn man nicht sehen und nicht hören kann, ist man davon befreit, logischerweise. Ja, klar, weil du kannst ja Radio hören, theoretisch davon, ja. Aber krass. Das heißt, du musst taub und blind sein, dass du die GEZ-Gebühren nicht zahlen musst. Call it a challenge. In einer Teststrecke erreichte der Schnellzug Maglev eine Spitzengeschwindigkeit von 603 km/h, was ja wirklich verdammt schnell ist. Ich habe auch ein Video gefunden, da werden die Schienen sogar irgendwie mit Wasser gekühlt. Also ich schätze mal, das ist echt einfach nicht mal feierlich, die Geschwindigkeit. Also ich würde mich echt nicht wohlfühlen dabei. Andererseits, wenn man bei so einer Geschwindigkeit entgleist, ich glaube, da bekommt man den eigenen Tod gar nicht mit. Wenn eine... Also deswegen finde ich ja diesen Loop, wie heißt das Ding nochmal? Egal, diese Loop... System von Elon Musk so spannend, weil die wollen da so ein unterirdisches Loop-System machen, wo über Druck quasi so ein Zug fährt, nicht auf Schienen, sondern über Druck in so einer Röhre und das soll wohl Hyperloop, ultra schnell gehen. Und damit sollen auch so Hauptstädte miteinander verbunden werden, so dass du halt von, keine Ahnung, von München nach Berlin eine Stunde brauchst, also war es übertrieben. Aber der wollte auch mal testen, in Deutschland einen Hyperloop zu bauen, quasi so von Berlin. Dann Hamburg, dann so runter, Köln, so einmal rum, ne? Alle Großstädte einmal ab, Mainz, Frankfurt dann wieder hoch. Frankfurt vor allem, Mainz, München, Stuttgart und so wieder hoch. Und so einen Loop wollte der bauen, um so zu testen und so. Ich weiß nicht, ob es noch passiert, da war irgendwas mal gehört. So. Wenn eine Frau beim Sex die Socken anlässt, steigert das die Wahrscheinlichkeit für einen Orgasmus um 30%. Was? Nochmal. Das die Wahrscheinlichkeit. Andererseits, wenn man bei so einer Geschwindigkeit entgleist, ich glaube, da bekommt man den eigenen Tod gar nicht mit. Wenn eine Frau beim Sex die Socken anlässt, steigert das die Wahrscheinlichkeit für einen Orgasmus um 30%. Was eigentlich sogar voll logisch ist, weil die Durchblutung ist ja super wichtig, dass die im Intimbereich ist. Und wenn die dann durch die Kälte eher an den Füßen unten ist, dann ist das halt schlecht. Also müsste der Mann ja am besten auch die Socken anlassen, oder? Auf der menschlichen... Ja, also was mich bei dem Format interessiert, ist jetzt auch, ist, ob Quellen... Also das ist eine Sache, die mich jetzt bei dem Format besonders interessieren würde. Dass ich da noch nachlesen kann. Nee, generell, bei diesem Faktenformat immer gerne wissen, woher das kommt. Weil es kann auch sein, dass es einfach random Fakten gibt, zum Beispiel, random Fakt, nachts isst man 5 Spinnen oder so, aber da ist es ja eine Lüge und so, gar kein wirklicher Fakt. So, das sind da Sachen, ich vertraue es hier, dass es ja richtig ist, trotzdem würde ich mich gerne wundern, würde ich schon gern wissen. Hallo so. Und herzlich willkommen. In der Ferse leben ungefähr 80 verschiedene Pilzarten. Super lecker. 42% der Tinder-Nutzer sind gar keine Singles. Oha. Man bräuchte... Was? Wie viele? 42% der... 42%? Das
Alles klar, so viel, oha. Kindernutzer sind gar keine Singles. Mr. 3. Man bräuchte 45.130 Disketten, um darauf GTA 5 speichern zu können. Ich weiß zwar nicht, warum man das machen sollte, aber falls ihr das mal vorhabt, dann wisst ihr, wie viel ihr einkauft. Basketballspieler haben mehr und beweglichere Spermien als Radfahrer. Was eigentlich logisch ist, weil die Eier mögen ja keine Wärme und so ein warmer Sattel ist auf Dauer nicht gut. Genauso schlimm sind auch warme Bürostühle. Also was hat andere Sport? Ich bin gerade komplett, wenn ich Chatten her switche. Basketballspieler haben mehr Spermien als Fahrradfahrer, okay. Und Schwimmen haben die meisten, weil wir ins kalte Wasser mal springen müssen, ne? Ist ultra geil für die Boy. So, da auf dem Rechner hockt. Scheiße, ich bin ja wahrscheinlich unfruchtbar. Wenn man Ratten kitzelt, werden sie optimistischer. Man hat halt eben die Stimmung gemessen und festgestellt, dass es eine ganz ähnliche Wirkung ist, wie wenn wir gekitzelt werden. Also klar, Ratten lachen jetzt nicht, aber die Wirkung ist vollkommen die gleiche. Laut einer Studie verdient man, wenn man mehr Sex hat, auch mehr Geld. Ich glaube zwar, dass das genau andersrum ist, aber egal. Eine andere Studie wiederum sagt, dass Jugendliche in erster Linie deswegen Alkohol trinkt, um ihre Männlichkeit zu beweisen. Alter, ich kann ja Liter exen, ich bin mega männlich, Mann. Im Gegensatz dazu trinken angeblich Mädchen, um ihr Verhalten erklären zu können. Ah ja. Stefan Lanker bezweifelte die Existenz von Maserviren und bot im Internet 100.000 Euro an denjenigen, der wirklich beweisen kann, dass die existieren. Und dann kam eben ein Mann namens David Bardens und hat eben den Beweis geliefert und gleich seine Kontonummer mitgeschickt. Und das Landgericht Ravensburg hat sogar zuerst gesagt, ja, er muss bezahlen, aber dann wiederum doch nicht, weil die Anzahl der Populationen so gering war. Also ich weiß jetzt nicht genau, warum das eine Ausrede ist, aber okay. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte es dem David schon gegönnt, weil ganz ehrlich, wenn man so eine Wette raushaut, dann sei dem so. Also komm schon, Herr Lanker, sei doch mal ein Ehrenstefan. Also das war's in der ersten Episode, ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn ihr die nächste Episode nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und ein Like natürlich. Wie gesagt, nächste Folge kommt dann am Mittwoch online. An der Stelle will ich aber auch nochmal erinnern, es ist schon wieder ein Jahr vergangen und das heißt, ja, es steht schon wieder ein Geburtstagsstream an. Am 29. geht er los um 18 Uhr. Wir feiern dann in meinen Geburtstag, den 30. September rein. Da werde ich auch 18. Ich wünsche euch auf alle Fälle jetzt mal einen super geilen Sonntag. Genießt 18. eure Zeit. Und vor allem wünscht mir viel Spaß bei den Dreharbeiten zum Spielfilm. Wird auf alle Fälle geil. Dann bis dann. Ciao. Juhu. Ich leg los. Juhu. Okay. Viel Spaß. Ja, nice Video. Cool eingebautes Placement auch wieder. War eine leichte Kost. Ja, an die Fakten. Natürlich auch What the Fact Format so ein bisschen. Mit Dings, aber war noch sehr gut random. Wie gesagt, eins, was ich ein bisschen, was ich noch passend wäre, ist, wenn er die Sachen schon nummeriert und so, dann vielleicht in den Videobeschreibungen oder so oder in den Kommentaren noch irgendwie Quellen postet, wo er die ganzen Infos her hat. Das ist eine Sache, die mich interessieren würde persönlich. Falls man nachlesen will oder falls man jetzt zum Beispiel böse Absichten hat und jetzt den CEO jetzt hier irgendwelche Vorwürfe macht, was ich nicht mache, aber ne, dass man da beweisen kann, okay, das ist wirklich eine seriöse Quelle und so, da hat er das her. Ja, auf jeden Fall cool. Fand ich cool. Sehr interessant. Viel auch wieder gelernt, ich persönlich. Wenn es stimmt alles, na, also Socken bleiben an.